Lange hat er sich auf diesen Tag vorbereitet. Am Montag, den 17. August, ist es dann soweit. Pater Mirko wird sein liebgewonnenes Kloster Maria Hilf ob Passau endgültig verlassen. Nach 13 Jahren. Seine neue Heimat? Das Kloster Gattelberg in Pfarrkirchen. Ein paar kleine, aber sehr wichtige Habseligkeiten gehören in seine letzte Kiste. Bei uns Priestern gibt es den Jargonbezeichnung, ein Stundenbuch, Brevier hat man früher gesagt, das ist die Ehefrau. Weil man das immer all mitnimmt, wie eine Ehefrau. Und die Ehefrau kommt als Letzte dran. Also mache ich jetzt in den schwarzen Korb die ganzen Gebetsbücher und es sind so viele. Gebetsbücher, Notizen, Andenkenbilder, alles muss mit. Ganz oben in die Kiste kommt zu guter Letzt natürlich die Heilige Schrift, die ist immer griffbereit. Und wieder eine Menge Zeug, wo ich selber nicht weiß, wohin damit. Gut, liebe Mutter Gottes, Wiedersehen. Und wir packen jetzt. Jetzt geht's nach Gattelberg. Der Abschied fällt ihm nicht gerade leicht. Schließlich hat er auf Maria Hilf die mitunter wichtigsten Jahre seines Lebens verbracht. Ha, es darf einem auch mal gewisse Zeit ein bisschen schlechter gehen. Was heißt schlechter? Schwerer. Schwerer gehen, damit es dann nachher eine gewisse Befreiung ist. Man muss auch loslassen können. Nichts festhalten, sondern loslassen können. Ohne Loslassen gibt es kein Leben. Und dann kann erst Platz frei sein für die Freude da drüben im Gartenberg. Rund eine Stunde ist er mit seinem vollbepackten Auto unterwegs. Und während der knapp 57 Kilometer langen Fahrt sind so einige Gefühle aufgetaucht. Abschiedsschmerz, Erschrecken, Hoffnung. Ich habe mich Christus anvertraut. Du hast mich hierher geschickt. Also wirst du auch dich um den Rest kümmern. Darauf verlasse ich mich, darauf vertraue ich. Und es ist ja alles so gut gelaufen und das Beste kommt erst. Das Beste ist vor mir, nicht hinter mir. Neben den ganz praktischen Dingen, auspacken und seine Wohnung einrichten, will Pater Mirko die ersten Wochen einfach nur ankommen. Das muss ein Ort für meine Seele werden. Und dafür brauche ich Zeit. Es geht nicht so im Handumdrehen. Aber die habe ich. Die habe ich. Und die werde ich auch genießen. Und er beginnt mit einer ersten symbolischen Handlung. Ein stilles Gebet in seiner neuen Hauskapelle.